Heute gab es Cheeseburger, aber anstelle von normalem Käse habe ich diese übertriebene cremige Käsesoße gemacht. Boah, das ist Next Level Shit. Probiert das mal aus. Eignet sich übrigens auch hervorragend zum Nachos-Dippen. Also zuerst muss eine Mehlschwitze gemacht werden. Dazu schmelzt du 30 Gramm Butter, verrührst sie mit 30 Gramm Mehl und rührst dann noch schluckweise insgesamt 200 Milliliter kalte Milch unter. Anfangs nur kleine Schlücke, dann glatt rühren und dann den nächsten Schluck. Wenn die Hälfte drin ist, kannst du den Rest auf einmal zugeben. Dann den Topf von der heißen Platte, 150 Gramm Cheddar dazu rühren, bis der Käse geschmolzen ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und wer möchte, gibt noch Jalapenos für eine Chili Cheese dazu.